Der Todesstern war zweifelsfrei Palpatines Prestigeobjekt. Das Projekt war knapp 2 Jahrzehnte im Bau, wobei die lange Bauzeit hauptsächlich von der eigentlichen Waffe verursacht wurde. Hierbei mussten allerhand von Problemen gelöst werden, bevor eine so zerstörerische Waffe einsatzfähig war. Was das alles mit der Tarkin-Initiative zu tun hat, erfahrt ihr jetzt hier im Video. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Die Tarkin-Initiative war die geheime Denkfabrik innerhalb der imperialen militärischen Abteilung für fortgeschrittene Waffenforschung, die dem imperialen Geheimdienst und dem imperialen Sicherheitsbüro angehörte. Sie wurde ursprünglich von Gouverneur Tarkin gegründet und war der Geburtsort der Waffe für den ersten und zweiten Todesstern. Die Organisation war für die wissenschaftlichen Aspekte des Todessterns verantwortlich und damit auch für die Entwicklung der eigentlichen Waffe der Kampfstation. Nach kurzer Zeit wurde die Leitung dieser Wissenschaftsorganisation an Director Orson Krennic übertragen. Im Geheimen wurde in den Forschungslaboren auf Idu und Endor versucht, die maximale Energieeffizienz mit der maximalen Zerstörungskraft zu vereinen, nachdem die theoretischen Baupläne von einer der Stockkolonien auf Geonosis aufgezeichnet worden waren. Die geonosianischen Ingenieure haben zwar viele Herausforderungen der Konstruktion bewältigen können, jedoch nicht die der Feuerkraft. Sie waren nicht in der Lage, aus Kyberkristallen eine sichere, beherrschbare Energiequelle zu entwickeln, die für die Waffe erforderlich war. Für das Galaktische Imperium war die Lösung des Kyberkristallproblems und damit die Fertigstellung des Todessterns aber von absolut oberster Dringlichkeit. Allerdings sind die Kristalle extrem selten, insbesondere in der Größe, in der sie für die maximale Energiegewinnung notwendig waren. Aus diesem Grund versuchte das Imperium, alle Systeme auszubeuten, auf denen die Kristalle vorkamen. Unter anderem waren der Mond Jeddah und der Planet Ilum für seine reichhaltigen Kristallvorkommen bekannt. Kleinere Fragmente waren nur beschränkt einsatzfähig, daher wurde an einer Methode gearbeitet, um kleine Kristalle miteinander zu verschmelzen. Darüber hinaus war die Energie, die durch kristalline Verstärkung freigesetzt wurde, äußerst gefährlich. Zu gefährlich, um innerhalb der Kampfstation getestet zu werden. Während also der Überbau nach wenigen Jahren fast fertiggestellt war, wurde die Entwicklung des eigentlichen Superlasers weit von der Baustelle entfernt, in den abgelegenen Bergen des regnerischen Idu über Jahre fortgesetzt. Unter der Leitung von Galen Erso arbeitete ein Team wissenschaftlicher Genies über 13 Jahre an 2 zusammenhängenden Projekten. Der gerade erwähnten Verschmelzung kleinerer Kristallscherben in größere Strukturen und der Entwicklung und Lenkung einer kontrollierten Kettenreaktion. Kurz vor der Schlacht von Yavin wurde die Forschung abgeschlossen und der Superlaser konnte in den Todesstern eingebaut werden. Etwa zur gleichen Zeit ließ Director Krennic alle hochrangigen Wissenschaftler der Initiative, die auf Idu stationiert waren, vor sich treten, da es einen Verräter unter ihnen gab. Obwohl sich Erso meldete, gab Krennic den Feuerbefehl und ließ sämtliche Wissenschaftler erschießen. Aufgrund dieser geheimen Botschaft an die Rebellen war es ihnen schon kurze Zeit später möglich, den Todesstern zu vernichten. Abgesehen von den Forschungsarbeiten des Todessterns aber, begannen die Wissenschaftler mit der Entwicklung eines Systems zur Ortung von sich im Hyperraum befindlichen Raumschiffen. Die Forschung wurde erst 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin erfolgreich beendet und von der Ersten Ordnung in Episode 8 im Kampf gegen den Widerstand eingesetzt. Neben der langen Entwicklungsdauer der Waffe gab es bei dem Todessternprojekt noch eine Vielzahl weiterer Probleme, die dazu führten, dass sich die Superwaffe beinahe 20 Jahre in Entwicklung befand. Alle Details dazu könnt ihr in diesem Video hier erfahren, was ich gleich für euch links in der Endcard verlinkt habe. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.